Hallo und herzlich willkommen zurück zur Einführung in die Hilbertraumtheorie. Wir haben letztes Mal motiviert, ausgehend von den metrischen Projektionen auf einen eindimensionalen Unterraum im zweidimensionalen R2, die orthogonalen Projektionen in beliebigen Innenprodukt und damit auch insbesondere Hilberträumen hergeleitet. Haben gezeigt, dass die gewisse Eigenschaften und Darstellungen haben und insbesondere, dass die eindeutig sind. Ja, damit ab, äh, davon ausgehend haben wir uns dann eben Namen überlegt, nämlich dass diese Abbildungen, die wir da gezeigt haben oder deren Existenz wir da gezeigt haben, dass die eben orthogonale Projektionen heißen. Und geometrisch haben wir uns das Ganze hergeleitet, indem wir uns einfach nochmal angeguckt haben, wie sieht denn jetzt eigentlich, wenn ich mir so eine Gerade nehme, die Projektion da konkret geometrisch aus und wie kann man das dann abstrakt auf den allgemeinen Hilbertraumfall übertragen. Das war dann ein bisschen Rechnerei, aber ich hoffe, nicht allzu schlimm. Und heute kommen wir zu so einem ersten wichtigen Satz, der halt in diesem funktionalanalytischen Kontext eben rauspurzelt, den wir hier in diesem ganzen Funktionalanalysis-Dreigestirn mittlerweile von, von Kursen irgendwie machen. Und zwar der Darstellungssatz von Frischeries. Und der ist. Insofern spannend, als dass er jetzt im Beweis diese orthogonalen Projektionen ein bisschen ja, benutzt. Ne? Gucken wir uns erstmal an, was das Dingen heißt und was das für uns dann irgendwie heißt. Also es ist das erste Mal, dass wir in diesem, in diesem Kurs ein, äh, ein Theorem haben, und zwar eben den Darstellungssatz von fréchet ries was sagt der aus? Jetzt nehmen wir uns tatsächlich mal einen Hilbertraum. Und dann bezeichnen wir mit t von h nach h', also in den Dualraum, einen, den Operator, der gegeben ist, indem ich für ty mir anschaue, dieses lineare, äh, lineare Funktional phi y wie in Satz. 1, 6. Das hatten wir beim letzten Mal auch noch. Das ist im Wesentlichen das, dass das Y festhält und dann das Skalarprodukt mit allen Vektoren x bildet. Das ist die Voraussetzung. Und dann folgt: Dieses T ist bijektiv, ist isometrisch und konjugiert linear. Oder anders gesprochen, wir können für jeden Hilbertraum H Vermöge dieses Operators T eine Isometrie auf seinen Dualraum angeben. Das ist ja schon mal irgendwie etwas, was man der Struktur eines Hilbertraums jetzt von der Definition her nicht so wahnsinnig ansieht. Aber tatsächlich sind die Dinger isometrisch zu ihren eigenen Dualräumen. Später, und zwar in Kapitel 5, das ist so ein bisschen hin, werden wir mehr zeigen. Und zwar. Jeder Hilbertraum ist isometrisch isomorph zu einem geeignet gewählten in Anführungsstrichen klein L2. Das hängt natürlich dann von der Indexmenge ab, über die man das Ding baut, aber letzten Endes ist jeder Hilbertraum eigentlich nichts anderes als ein klein L2. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen hin, das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal diesen Teil hier an. Ich möchte kurz zu der Begrifflichkeit konjugiert linear Einmal kurz was sagen, weil ich glaube, das haben wir nirgendwo mal definiert, aber es war mir keine eigene Definition wert. Das bedeutet einfach nur, wenn ich mir angucke t von alpha y, kann ich das Dingen linear rausziehen, aber ich muss es dabei konjugieren. Also das ist letzten Endes das, was hinter der konjugiert hin. Linearität steckt an der Stelle. Und das ist dann auch im Wesentlichen sofort klar, warum das Ding konjugiert linear ist, weil das Phi y ist ja gerade das Skalarprodukt. Wenn ich also hinten in das, in das wenn ich da statt y Alpha y reinsetze, dann muss ich es ja in der zweiten Komponente rausziehen. Und da muss ich es konjugieren. Das heißt, das ist sofort aus der Definition des Skalarprodukts klar. So, beweisen wir also mal diesen Satz. Wie gesagt, konjugiert linear. Folgt aus der Definition von y und der Semilinearität des Skalarprodukts in der zweiten Komponente. So, das ist also damit abgefrühstückt. Ähm, die Bijektivität ist also im Prinzip das, was, was spannend ist. Und da liegt tatsächlich auch der Hase so ein bisschen im Pfeffer. Was leicht sein wird, ist jetzt, dass das Ding injektiv ist. Was nicht so leicht ist, ist die Subjektivität. Damit werden dann die Bijektivität abgefrühstückt. Die Isometrie, die ist ja wieder einfach schon Satz 1,6. Denn wenn ich jetzt im Prinzip mir die Operatornorm von dem T angucke, dann gehe ich ja über alle Vektoren y, die Norm 1 haben. Wir wissen aber nach Satz 1,6, dass die Operatornorm von dem Phi y die H-Norm ist von dem y. Ja, das heißt, ich kann das hier nochmal aufschreiben. Also, Satz 1,6 sagt: Norm Phi y gleich Norm y. Definition: Operatornorm. Sagt uns, die Operatornorm von dem T ist das Supremum über alle y h gleich 1 über den, in dem Fall ist es ein h', das heißt wir dürfen hier tatsächlich einen Betrag hinschreiben, das heißt phi y, oder, ja, so. das ist also das Supremum über die h-Norm gleich 1. über Norm y h, so, und wenn ich aber über diesen Ball so premiere und ich habe hier einfach nur y und h gleich äh, als Faktor drin stehen, dann ist das einfach 1. Ne? Das heißt, t ist sofort eine Isometrie. Also, t Isometrie. So. Zack. Genau. Gut. Das heißt, jetzt ist wirklich noch zu zeigen, dass das Ding b ist. Jetzt wissen wir allerdings, das ist eine Isometrie in dem Dualraum, das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal injektiv. So, T ist wegen Satz 1,6. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz in die Formulierung rein. Genau, ist eben deshalb injektiv. Und jetzt kommt die Subjektivität und da kommt jetzt tatsächlich das Hampel. So. Also es sei irgendein Funktional vorgegeben aus dem Dualraum von h-. Was suchen wir? Wir müssen jetzt irgendeinen ähm, irgendein Vektor finden in h, der durch t auf dieses phi abgebildet wird. Ohne Einschränkung können wir jetzt erstmal annehmen, dass dieses Phi ausgewertet an einer Stelle x0 ungleich 0 ist. Das heißt, dass nicht das Nullfunktional funktional ist. Das macht uns nämlich gleich die Argumentation ein bisschen einfacher, weil dann muss man nicht ständig prüfen, ob wir jetzt gerade das Nullfunktional funktional haben. Also das heißt, ohne Einschränkung, Phi von x0 ungleich 0 für ein x0 aus H. Ferner setzen wir M fest als den Kern von dem Phi. Dann wissen wir sofort, M ist abgeschlossen, vollständig und nicht ganz h. Ja, weil sonst wäre das ein Widerspruch dafür, dass wir gerade eben ausgeschlossen haben, dass wir es null funktional. Soll ich vielleicht nochmal hier irgendwo hinschreiben? Ne? Also, sonst wie gleich wie 0. Das wäre identisch 0. So. Diese Voraussetzung hier, abgeschlossen, vollständig, nicht der ganze Raum, ist quasi genau das, was wir in Satz 2, 3, Teil 3 hatten. Das heißt, wir haben einen echten Unterraum, vollständiger Natur. Das heißt, der Komplementraum, das M-Orthogonal, ist nicht trivial. Ne? Das heißt, mit Satz 2.3 Teil 3 bekommen wir raus: m orthogonal ist nicht nur 0. So. das heißt aber wiederum, es gibt ein, ups, somit gibt es ein z aus m orthogonal mit Norm z gleich 1 gemessen in der h norm wenn das nicht sofort 1 ist, dann normieren wir das. Dann haben wir nämlich ein weiteres gefunden, das trotzdem weiterhin orthogonal bleibt, weil es ein Unterraum ist. Also, wenn das nicht der Fall ist, dann normiere. So. Und für x aus h setzen wir jetzt folgende Abkürzung: nämlich u gleich phi von x mal z minus phi von z mal x und das ist wieder ein Element aus h. Denn das hier, phi von x, ist ja, weil phi ein Funktional ist, ein Skalar. Phi von z ist ebenso ein Skalar und z und x sind beides Elemente von h. So. Jetzt können wir uns erstmal fragen, was macht denn unser phi mit diesem u? Das sieht jetzt erstmal ein bisschen exotisch aus, aber das kann man tatsächlich relativ gut ausrechnen, denn es gilt, phi von u ist jetzt ja nach Definition von diesem u erstmal nichts anderes als phi angewendet auf phi von x mal z minus phi von z mal x. Der phi ist aber ein lineares Funktional, das dürfen wir auseinanderziehen und dann dürfen wir halt hier entsprechend auch die Skalare rausziehen. Das heißt hier kriege ich raus phi von x mal phi von z minus phi von z mal phi von x. So und weil wir in Körpern arbeiten ist das gleich 0. So. Anders gesagt, U ist in M. Weil M ist ja nichts anderes gewesen nach Setzung. Das haben wir hier oben irgendwo hingeschrieben. M ist nichts anderes als der Kern von Phi. So. Das haben wir gerade nachgerechnet. So. Da wir Z aus M orthogonal gewählt haben. Gilt insbesondere das Skalarprodukt von u und z ist gleich 0. Und dann können wir folgendes ausrechnen. Das sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen esoterisch aus, aber damit kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen. Damit können wir nämlich ausrechnen, phi von x ist erstmal nichts anderes als phi von x mal 1. Das ist einfach erstmal relativ simpel. Eine ganz normale 1-Multiplikation. Jetzt müssen wir uns nur für eine. Sinnvoller 1 entscheiden. Und in dem Fall entscheiden wir uns für die Norm von z h zum Quadrat. Ja, wir erinnern uns, wir wählen das z aus m orthogonal so, dass die Norm gleich 1 ist. Das heißt aber natürlich auch, dass die Norm ins Quadrat noch 1 ist. Quadrat hat hier jetzt den entscheidenden Vorteil, wir dürfen das jetzt ins Skalarprodukt umschreiben und dann das Phi von x da rein verteilen. Ja, und zwar nach vorne, weil da brauchen wir es nicht konjugieren. Und jetzt benutzen wir mal die Definition von U. Klingt ein bisschen komisch, aber was haben wir hingeschrieben? Wir haben gesagt, U ist Phi von XZ minus Phi von ZX. Können wir natürlich umstellen nach Phi von XZ? Das ist dann U plus Phi von ZX. Das ist einfach nur das hier auf die andere Seite geschoben. Also das ist hier. Sozusagen eine kleine Nebenrechnung. Das heißt, das hier ist nichts anderes als das Skalarprodukt von U plus Phi von Zx mit Z. So, das können wir jetzt natürlich wieder mit dem Skalarprodukt auseinanderlöten. Das heißt, da haben wir U und Z stehen und hier kommen dann Phi von Zx und Z hin. So, U und Z. Sind aber im Skalarprodukt gleich 0. Das haben wir hier vorher genau ausgerechnet. Ne? Das heißt, was hier stehen bleibt, ist dieser Teil. Und jetzt können wir das Phi von z noch nach draußen ziehen und in die zweite Komponente reinklammern. Dann haben wir hier nämlich stehen x, Phi von z quer z. Warum ist das besser? Das ist eine Darstellung der Bauart phi y. Na, das heißt, damit folgt phi gleich phi y mit y gleich phi von z quer mal z. Und das ist wieder ein h. So, und wir erinnern uns, was haben wir anfangs gesucht bei dieser Subjektivität? Na, wir suchen jetzt irgendwie ein konkretes Element aus h sodass ich dieses gewählte Funktional Phi eben darstellen kann als Phi y mit diesem y. So. Und das haben wir jetzt eben geschafft. Phi ist Phi y mit diesem y. So, und damit, weil das Phi beliebig im Dualraum war, ist das t eben sojektiv. Und damit sind wir tatsächlich hier mit dem Beweis fertig. So, das heißt, was nehmen wir hier mit? Jeder Hilbertraum ist isometrisch zu seinem Dualraum. So. Später werden wir halt zeigen, dass er jeder, jeder Hilbertraum isometrisch isomorph zu einem geeigneten L2 ist. Und der Satz wird tatsächlich genau so lauten. Ihr könnt in dem Skript schon nachgucken. 5, 8. H ein Hilbertraum, dann gibt es eine Indexmenge, sodass h isometrisch isomorph zu L2 von A ist. Also kleiner L2. Ja, die, werden, die Indexmengen werden halt abstrus, das werden wir dann sehen, aber es gibt sie. So, damit ist man dann an der Stelle äh, glücklich als Mathematiker. Also ich zumindest bin dann an der Stelle glücklich. Gut, dann sind wir für dieses Mal schon wieder fertig. Haben den äh, frischeries, ries der ist durchaus wichtig, der kommt immer wieder vor. Das heißt, die äh, Aussage irgendwie mal zu merken, ist vielleicht schlau, wenn man hier in dem Kurs weitermacht. Uh, und dann sind wir an der Stelle für heute durch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut und tschüss.